Beispiel für genäht, das zum Beispiel Reiseberichte, sehr schön. Das ist also was, diese Reise. Ach Gott, ich würde so gern. Also ich reise nicht gern. Wie soll ich sagen? Ich bin gern wo, ich fahre ungern hin. Das ist das Problem. Das ist, ja, mir ist das alles zweitweg. Australien möchte ich gern sehen. Ich habe da fünfbändiges Werk Australien. Bildbände und Geschichte Australiens und toll. Aber 24 Stunden Flug, wissen Sie, was ich meine? Das ist natürlich, ob die nicht herkommen könnten, alle. Mit ihren Sehenswürdigkeiten und herzeigen und dann wieder heimfahren. Nein, ich bin schon interessiert. Aber die Fliegerei, ich halte es nicht mehr aus. Ich hab ja Familie auf der ganzen Welt. Die Perser, also die persische Verwandtschaft, das ist über die ganze Welt verstreut. Bei Füßen sind wir auch froh, dass wir es nicht mehr finden. Und jetzt hat meine Oma in Amerika gelebt, gell, und die Oma habe ich besucht, so 3-4 Mal im Jahr, und 8 Stunden fliegen, 3-4 Mal im Jahr. Ich kann nicht mehr fliegen, das ist schrecklich. Ich habe ja Flugangst. Ne? Also Flugangst habe ich nicht, ich habe Absturzangst. Und ja, schauen Sie, ich habe keine Matura, aber eins weiß ich, Flugangst ist ein falsches Wort, weil ich habe nicht vom Fliegen, ich habe nicht Angst, dass ich oben schwebe, ich habe Angst, dass ich unten leblos zerschelle. Fliegen tue ich gern, oh, stürzen mich halt nicht. Ne? Das ist das Problem. Und dann, ich scheiß mich eh ab, bis übers Kreuz. Und was machen die? Ich steige ein, das Erste, was ich sehe, ist ein Sicherheitsfilm. Wissen Sie, was ich meine? Die weisen mich noch darauf hin, es könnte schon was passieren. Das kann auch tödlich ausgehen. Das macht man nicht, das ist unhöflich. Ich lade ja nicht die Leute zum Essen ein und sage ihnen, bevor das Essen kommt, ihr kennt das aber auch Speim, gell? Ich sage es euch. Macht man das? Machen Sie das? Nein, also. Dann zeigen Sie einem auch noch in diesem Sicherheitsfilm, die kennen Sie die Gummirutsche? Na, die macht mir wahnsinnig, diese Gummirutsche. Der Jumbo Jet hat 4 Gummirutschen, wo man immer die Leute sieht, die so, hui, da runterrutschen. Das soll mich beruhigen, dass der Jumbo Jet 4 Gummirutschen hat. Ein riesen Jumbo Jet. Da sitzen 300 Leute drinnen, ja? Der fliegt mit 900 km/h. So, irgendwas geht nicht, ja? Das fängt an zum Wackeln, zum Ruckeln, stürzt ab. Triebwerk rechts, das Triebwerk brennt links, geht's gar nicht mehr. Der rast auf die Erde zu und ich soll mir denken, geh. Was soll ich sein, die haben 4 Kamera. Na, was soll das sein? Was scheißt euch alles so an? Es ist nichts. Der hat 4 Gummirutschen. Herz zum Betten auf, essen Sie noch was. Und dann sagen Sie auch noch dazu, dass sich Damen, ja, die Stöckelschuhe ausziehen sollen, bevor sie die Gummirutsche runterrutschen. Alter, wie soll denn das gehen? Das ist ja eine Paniksituation. Ne? Gesetzter Fall, Flugzeug stürzt ab. Es haben Gott sei Dank alle überlebt. Nur es brennt im Inneren des Flugzeugs. Jetzt möchte jeder geschwind raus. Jetzt die Dame fuhren bei der Rutsche. Na, warte, ich muss mir zuerst die Schuhe rausziehen. Die Leute hinter ihr, rutscht, du Funsen, mit brennter Schell, hörst. Das verschlimmert ja die Situation. Beruhigt mich nicht. Es verschlimmert doch die Situation. Und dann habe ich gefragt bei der Auer, bin ich angerufen, weil es interessiert mich, warum müssen sich Frauen die Stöckelschuhe ausziehen? Sagen sie, naja, damit die Gummirutsche nicht kaputt wird. Alter, das ganze Flugzeug ist im Arsch. Und die scheißen sie wegen der Rutschen, aber war das so teuer oder was? Ist das ein Louis Vuitton-Rutschen? Oder? Hat die da Versace jetzt selber aufblasen? Ich weiß es nicht. Das gibt's ja nicht. Doch mir wurscht, ob die Rutschen auch noch hin wird. Ich will da raus. Ne? Na, das macht mich alles nervös. Da gebe ich wirklich so ja Angst. Ich wäre schon nervös. Ich bin unruhig. Da kann nächtelang nicht schlafen, wenn ich weiß, ich fliege wohin und schrecklich. Dann fahren wir da auf den Flughafen. Sicherheitskontrolle, da fürchte ich mich. Ich fürchte mich schon bei der Sicherheitskontrolle. Fürchte ich mich schon. Ja, dass ich wieder was mithab, was ich nicht mithaben darf. Ja, muss ja heutzutage aufpassen. Was darfst du mitnehmen im Handgepäck? Was darfst du nicht mitnehmen? Wasser darf man nicht mitnehmen ins Flugzeug. Da Wasser. Ich darf kein Wasser mitnehmen. Ein Laptop kann ich mitnehmen. Wasser darf ich nicht mitnehmen. Mit dem Wasser kann ich nichts machen. Mit dem Laptop kann ich Leiter schlagen. Aber wurscht. Nein, ich verstehe es nicht. Islamischer Terrorismus ist nach wie vor eine Gefahr. Überhaupt keine Frage. Nur, was scheißen Sie sich so an,
vor Kreml in Dubal zum Beispiel. Das ist offensichtlich das Gefährlichste, was man in ein Flugzeug mitnehmen kann. Ein Kreml in ein Dubal. Da wirst du gefützt, da wirst du gefragt, haben Sie ein Kreml in ein Dubal? Ja, wie viel Kreml, wie viel Dubal wird das herzeigen? Das kann ich nicht einstecken, das müssen wir sehen, das müssen wir sehen, das müssen wir einschmeißen, 100 Milliliter mehr dürfen Sie nicht, das müssen wir in einen Sackerl, wo haben Sie Sackerl? Haben Sie noch ein Kreml in ein Dubal? So, genau, ich hab 8 Kilo Dynamit, das ist mir wurscht, aber... Aber das Kreml, was ist Dubal? Wirklich, was? Da habe ich auch gefragt, ne? Da habe ich auch gerufen, ich gefragt, warum das ist, ne? Warum man nur so 100 Milliliter, das ist, damit die Terroristen nicht was mitnehmen können zum Zusammenschitten, ne? Naja, aber jetzt frage ich Sie. Sag mal, Sie sitzen jetzt im Flugzeug und plötzlich stehen 10 Araber auf. Jeder mit einem Flaschel, stellen Sie vorhin hier und machen Abdullah, hallo, bla, hallo, bla. Mutter, alle haben wir, hallo, hallo, da hat er da, da, da. Mutter, alle haben wir, da, hallo, 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 hallo. Das fällt ja auf, nicht? Also, ich meine, das ist ja. Das... Dann darfst du in Amerika wieder kein Flugzeug besteigen mit Feuerzeug. Darfst nicht ins Flugzeug mit einem Feuerzeug. Darfst nicht mitnehmen. Ein kleines Feuerzeug. Was soll ich machen? Man, mir ist jetzt wurscht, ich bin nicht Raucher, nur damals, wie ich noch geraucht habe. Was soll ich, wo ist die große islamische Terrorgefahr in so einem kleinen Feuerzeug? Was soll ich machen? Wovor haben Sie Angst, dass ich die ganze Zeit drin sitze und mache. Abdullah, Abdullah, Abdullah. Das ist Abdullah und das ist sein Cousin Ahmed. Wie soll ich? Na ja, oder? Ja. Ja, man kann natürlich ein Flugzeug entführen, haben sie gesagt. Man kann sich halt wegen Entführungsgefahr. Wie soll ich mit einem Feuerzeug ein Flugzeug entführen? Was soll ich machen? Ich kann ins Cockpit reingehen und kann zum Piloten sagen, wenn Sie die Maschine nicht sofort in ein Hochhaus hineinfliegen, dann ziehen die mir einen Schaß auf. Mehr kann ich nicht machen, gefährlicher wird's nicht, wissen Sie was? Nein, es ist schrecklich, es ist furchtbar. Ich habe solche Angst beim Fliegen, ich kann nicht mehr fliegen, dann fürchte ich mich wieder, bei der Einreise in Amerika fürchte ich mich wieder. Ja, natürlich fürchte ich mich da. Entschuldigung, man muss seit 9-11, ja, gibt es Homeland Security. Eine eigene Behörde, die drauf schaut, wer hier einreist. Ja, man wird, Fingerabdrücke werden einem abgenommen, man muss, und fotografiert wird man und... Na, da wäre ich nervös, da wäre ich nervös. Ich habe nichts ausgefressen, wir wären nervös. Ja, was sie machen, wissen Sie, und dann denke ich mir, man weiß ja nicht. Naja, wie soll ich sagen, ich bin kein Rassist, bin wirklich kein Rassist, aber na, so wie ich ausschaue. Ja, ich schaue ja aus wie einer von denen. Also von den unsrigen. Also nicht die ihrigen, die. Nicht die ihrigen, die meinigen, die halberten, die anderen halber. Ja, und jetzt kennt mich der nicht, nicht? Der Homeland Security Officer kennt mich ja nicht, der kann ORF. Der weiß ja nicht, dass ich ein österreichischer Fernsehkasperl mit 3 Romis bin. Der glaubt, ich bin ein persischer Terrorist mit 3 afghanischen Cousins. Wissen Sie, was ich. Und natürlich fange ich da zum Schwitzen an und werde nervös. Und der Officer denkt sich schon, was hat er denn der Mufti, was ist der? Wieso ist denn der Kamötreiber so nervös, ha? Sie haben jetzt Kamö davor gerannt, naja. Und da kann ich keinen blöden Schmäh machen. Wie oft rette ich mich mit einem blöden Schmäh? Das besiegt die Angst bei mir. Wenn ich Angst habe für irgendwas, mache ich einen blöden Schmäh, dann geht es ein bisschen besser. Das kann ich ja dort nicht machen. Das werde ich, kennen mich ja nicht. Das ist ja nicht, wie in Wien wer aufhält bei einer Polizeikontrolle und... Ja, und der fragt mich, was schwitzen soll, mach ich einen blöden Schmäh, sag ich, was glauben Sie, warum ich so schwitze? Also, wenn ich einen Präsidenten da schießen will. Sagen Sie es in Amerika bei der Einheit. Man kann Humor, die Arme ist, nicht? Wenn ich da den blöden Schmäh mache, da bin ich schon in Guantanamo, ja? Hab schon den orangenen Pyjama an, die Elektroden auf die Brustwarzen und geht schon, die dann schon. Die fällt dann schon, die dann. Und da kommst du nicht mehr raus, weil mit dem Strom im Arsch klingt da jeder wie ein Araber. Wissen Sie, was ich meine? Schrecklich, es ist schrecklich. Das ist... Ja, so sind die Amerikaner. Die foltern gern, wissen Sie, was ich meine? Ja, oft hat man die Menschenrechte nicht bei sich und foltert geschwind.